Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch zusammen die Galaxy by Maxim Collection in Zusammenarbeit mit Riva Loves mir anschauen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Im Prinzip ist es jetzt aber ein Schminki mit ein paar Neuheiten von Riva Loves Me, ein paar Produkten, die ich schon da habe, und ich werde definitiv auch die Produkte von der Galaxy Collection verwenden. Ich war auf dem Event und es war einfach so wundervoll. Vielen, vielen Dank an Rossmann, vielen, vielen Dank an das Riva Loves Me Team und natürlich vielen, vielen Dank an Maxim und an alle meine Kolleginnen und Kollegen. Das war einfach so schön. Mir hat es super gut gefallen. Ich starte jetzt einfach mal mit dem Riva Loves Me Primer Show Glow and Shine. Das ist dieser hier. Mit Panthenol, Mandelöl und Glow Pigmenten. Der hat eine peachy Farbe, das ist interessant. Fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an, also wirklich, wirklich schön, hinterlässt auch einen schönen Glow. Das mag ich gerne leiden. Krümelt nicht mit der Hautpflege, das passt 1A. Jetzt kommt ein Kollagen-Make-up und zwar von Rival de Luxe. Das ist das Make-up mit Kollagen, ebenmäßiges Finish, optische Perfektionierung mit Soft-Touch-Effekt. Und ich habe die Farbe 01 Soft Porcelain. Das dürfte auf jeden Fall ganz gut funktionieren. Dieser Pinsel ist eins der ersten Produkte, die ja bei Riva Loves Me überhaupt ins Sortiment gekommen sind gewesen. Dieser Herzpinsel, den finde ich wundervoll. Und die Foundation passt 1A. Die hat eine leichte Deckkraft, wirklich sehr leicht, ne? Aber bei mir passt es einfach farbtontechnisch auch sehr gut. Es kaschiert leicht Unebenheiten. Und Kollagen mag ich ja sowieso total gerne. Das ist ein ganz schöner Inhaltsstoff bei Hautpflege. Und ich mag es einfach, wenn man in Make-up-Produkten halt auch schon so Skincare-Ingredients drin hat, ne? Der Concealer hat, glaube ich, eine relativ krasse Farbe, also deckend. Waterproof Color Correcting Concealer. Ich habe den in 02 Vanilla. Das ist dieser hier. Na, wobei, wenn ich das mit dem Schwämmchen mache, dann geht das auf jeden Fall klar. Ich glaube, ich habe den auch mit einem anderen Concealer gerade verwechselt, weil die Deckkraft ist eher mittel, ne? Das ist auch ganz passend zu der Foundation. Hier habe ich jetzt wieder ein Produkt aus dem Sortiments-Update und zwar ist das die Cream Blush Palette, wo wir in der Mitte sogar einen Blush Light Ton finden, ne? Also den kannst du sogar als Highlighter Ton auftragen oder in Kombination mit den Tönen verwenden. Die Fändchen sind relativ klein, aber das ist nicht schlimm. Ich gehe immer mit meinem Foundation Pinsel hinein. Da verwende ich jetzt einfach mal erst diesen Ton. Mal schauen, ob der was kann. Oh, aber wenn man den aufbaut, dann ist das natürlich sehr, sehr gut. Nee, definitiv ein schöner Blush. Den mag ich auf jeden Fall gerne leiden, ne? Ist eine schöne Sache. Auf der anderen Seite probiere ich jetzt einfach mal den etwas dunkleren Ton hier. Das ist hübsch. Also die Töne sind definitiv meins. Cool. Ich finde aber ganz ehrlich, dass die beiden jetzt keinen großen Unterschied machen. Also die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Wobei ich sagen würde, dass der hier etwas subtiler tatsächlich ist. Hätte ich auch nicht so erwartet jetzt im Fändchen. Ne? Und der etwas intensiver rüberkommt. Ja, ich bin jetzt am Überlegen, weil ich habe auch einen Highlighter-Stick. Verwende ich jetzt hier diesen... Der ist nämlich auch schön. Den kannst du dir ja schon als Highlighter auftragen. Ne? Ja, also da brauche ich den Highlighter-Stick eigentlich nicht. Den mag ich auch gerne. Der ist schön. Oh, guck mal. Wow. Hat halt so einen Rosé-Touch mit dabei, was bei mir ganz gut funktioniert. Und dann habe ich aber hier auch noch den Highlighter-Stick in der Farbe 02 Sundown. Es wird sehr glowy heute. Den trage ich mir hier auf. Okay, da kam jetzt nicht so super viel Produkt von ab. Und der ist definitiv subtiler. Aha, interessant. Der hat auch viel weniger Pigmente so mit drin. Also ich habe jetzt ordentlich gerührt, ne? Das seht ihr jetzt hier an meinem Finger. Ja, aber da ist tatsächlich der Highlighter aus der Blush-Palette intensiver. Ein bisschen Lippenpflege gebe ich mir auf, wobei das, glaube ich, eher ein Lipgloss sein soll. Keine Ahnung, Juicy Smoothie ist das hier in der Farbe 03 Grapes. Den würde ich jetzt einfach zwischenzeitlich mal verwenden. So als kleine Lippenpflege zwischendrin. Ich weiß nicht, hat der auch pflegende Inhaltsstoffe? Fruchtiger Lipgloss für verführerisch glänzende Lippen. Ja. Hat auch einen dezenten Geruch, Geschmack, ne? Das kriecht mir jetzt nicht so in den Hals, trotzdem muss ich mir einen Schluck trinken. Also meine Base gefällt mir definitiv richtig, richtig gut. Ne? Das sieht sehr gesund aus. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, das im letzten Sortiments-Update mit drin war von Riva Loves Me, das Loose Blur Powder. Das verwende ich unter meinen Augen. Ich glaube, das ist so ein kleiner Guerlain Dupe. Nimm dann hier mein kleines Giacomo-Herzchen und gebe mir das unter meine Augen. Beziehungsweise da, wo ich den Concealer auch aufgetragen habe, ne?
Dann habe ich hier auch eins der Produkte, die als erstes auch damals mit rausgekommen sind bei Riva Loves Me, das Marshmallow HD Compact Powder, was ich super, super, super gut finde. Und hier kommt auch schon unser erstes Produkt von Maxim in Anwendung, den Pinsel, den Contour Brush, werde ich jetzt auch verwenden für mein Puder. Und den habe ich mir gravieren lassen auf dem Event. Also die Verpackung ist auch wunderschön. Ja, da habe ich mir Claudis Welt drauf gravieren lassen. Mega cool. Und der ist halt so richtig fancy gestaltet. In der Mitte geht der so spitz hier zusammen, die Pinselhaare. Dann hast du hier ein langes Schwänzchen, hier ein kurzes Schwänzchen. Total aufregend, also echt witzig. Der nimmt auch gut Produkt auf und damit werde ich jetzt einfach mal mein Gesicht abpudern. Oh, der schmiegt sich so schön an. Ja, und das Puder ist halt immer so ein bisschen, als wäre Photoshop über mein Gesicht gelaufen und hätte einen Filter da gelassen. Das finde ich echt ziemlich gut und empfehlenswert. Und bei mir funktioniert es sehr gut. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn jemand vielleicht etwas dunklere Haut hat, ne? Bei mir hinterlässt es halt gar keinen Weißschleier. Das macht halt alles sehr ausgeglichen. Ja, mit dem Pinsel hätte ich auch eigentlich die Cream Contour auftragen können, aber dann hätte ich gleich nicht die Puderprodukte damit verwenden können. Ich brauche noch so einen. Wer meinen Kanal vielleicht schon ein kleines bisschen länger verfolgt, weiß, dass ich tierisch drauf stehe, wenn ich über meine pudrigen, über mein Puder so, ne, nochmal so ein Finishing Powder drüber gebe. Da verwende ich gerne das von Hourglass oder von MAC und ja, da hat Maxim jetzt tatsächlich mit Riva Loves Me ein Skin Enhancer herausgebracht. Das kann man auch als Highlighter nachher verwenden. Ich bin einfach geplättet davon, wie man für so wenig Geld so eine Verpackung, so ein Design, sowas rausbringen. Also ich bin hin und weg, muss ich wirklich sagen. Ich finde es aufregend. Ja, das ist ein Highlighter und er kann aber auch wirklich komplett übers Gesicht aufgetragen werden. Und der sieht tatsächlich auch auf dem Swatch nicht so dunkel aus wie im Pfännchen, weil da hatte ich erst ein bisschen Angst vor. Super feiner Pearl Glow Glass Skin. Schlag mich tot. Wahnsinn. Pinsel wird genommen. Ich gehe da einfach mal, ich bin mutig, ne? Oh mein Gott, okay. Ah, ja, und dann mache ich so. Nein, Maxim. Ernsthaft, ich meine, zieht euch das rein. Ich habe keinen Glitzer auf der Haut. Das ist halt wirklich, ne? Hourglass kann einpacken. Richtig geil. Also, kannst du nicht anders sagen. Dann nehme ich hier von Riva Loves Me Take Me to the Beach, dieser HD Body and Face Bronzer. Den mag ich sehr gerne. Auch da mit dem Huch. Der nimmt so viel Produkt auf. Da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, weil der sehr fest gebunden ist auch. Ne? Und dann kann ich mit dem Bronzer echt, wow, richtig gut damit auch auftragen. Und ausblenden. Oh, der passt einfach hier gerade so richtig gut in meine... Ja, Wackenpartie so rein, ne? Das ist total super. Ab 7.8. sind alle Rossmänner, Rossmann-Filialen mit der Collection ausgestattet. Da würde ich euch echt einfach mal empfehlen, vorbeizuschauen, falls euch die Produkte, die ich euch auch hier vorstelle, interessieren. Schön. Dann habe ich jetzt hier einen Blush. Das ist der Club Tropicana Blush aus der Riva Loves Me Limited Edition. Ne? Das ist dieser hier. Den fand ich schon richtig schön, als ich den auch ausgepackt habe. Und der kommt dann hier so hin. Der ist auch richtig schön. Ne? So, dann nehme ich jetzt hier die lange Spitze und trage mir den Highlighter auch als Highlighter auf. Definitiv wunderschön. Echt, kein Glitzer, kein nichts. Richtig, richtig cool. Maxim hat das schon richtig gesagt. Das sieht aus, als hättest du ein Eimer Wasser ins Gesicht bekommen. Das passt. Meine Augenbrauen mache ich mir hier mit dem Augenbrauenstift Slim Brow Liner in Waterproof in der Farbe 01 Light Brown. Das dürfte auch ein neues Produkt sein. Oh mein Gott, ich sehe meine Haut und ich finde sie extrem schön. Das sieht nicht mehr nach Drogerie aus, das sage ich euch. Krass. Leider, leider passt die Farbe vom Augenbrauenstift bei mir jetzt nicht. Also das ist halt wirklich zu warm, ne? Also das ist nicht meine Farbe. Wobei ich hellbraun bestellt habe und ich habe hellbraun bekommen. Das ist definitiv so. Ich greife dann ganz gerne zu der On My Desk Limited Edition. Das gab es aber auch nochmal irgendwie. Das ist diese, ja, vier verschiedene Augenbrauenfarben in einem Stift. Das ist halt viel, viel mehr meine Farbe und damit gehe ich jetzt nochmal drüber. Und dann nehme ich hier von Dominique Cosmetics mein Laminating Brow irgendwas, einfach weil ich es aktuell sehr gerne verwende. Das ist so toll. Jetzt kommen wir mal zu dem Herzstück und zwar ist es die Lidschattenpalette. Ich bin so aufgeregt, wie die jetzt auf meinen Augen werden wird. Die Eyeshadow Palette Galaxy bei Maxim,
schaut so von innen aus. Ich komme noch mal etwas näher. Aufregende Töne, oder? Richtig cool. Hier sehen wir jetzt einmal die Swatches der wunderschönen neuen Farben. Ich bin echt gespannt, wie die auf dem Auge wirken werden, denn tatsächlich die drei Töne hier unten, also die unterste Reihe, die ist richtig Krawemm. Die anderen Töne erscheinen mir persönlich jetzt erstmal im ersten Moment sehr zurückhaltend. Und ich glaube, ich werde der Palette gerecht, wenn ich auch wirklich einen lila Look schminke. Deswegen gehe ich auch zuallererst in diesen wunderschönen blasslila Ton hier und setze mir den auf mein, ja, bewegliches Lid und auch so ein bisschen drüber hinaus, ne? Als nächstes nehme ich diesen bläulichen lila Ton in der Mitte auf und platziere mir den hier außen und auch ein bisschen in meiner Lidfalte. Man muss definitiv die Töne etwas mehr aufbauen, aber dafür muss man wirklich sagen, sie krümeln nicht. Das finde ich auch sehr praktisch, weil ich hätte jetzt relativ wenig Lust, dass meine wirklich perfekt hergestellte Base, ihr seht es von Namen, ist es Wahnsinn, jetzt durch Krümeleien in irgendeiner Art und Weise verändert werden würde. Ich möchte ja gerne maximal viele Töne verwenden, deswegen werde ich jetzt dieses dunkle Braun nehmen und mir das an den unteren Wimpernkranz geben. Und das funktioniert doch mal richtig gut, ne? Da hat Maxime aber, glaube ich, auch irgendwie was davon erzählt, dass die Töne, die da unten sind, in der untersten Reihe, etwas softer auch gepresst sind, eben damit man die so auftragen kann. Dann nehme ich mir den helleren Braunton hier unten, um das Braun auszublenden. Also mir gefallen tatsächlich die Brauntöne von der Konsistenz her etwas besser als die Lilatöne, aber Lilatöne sind, glaube ich, etwas schwieriger zu produzieren, deswegen vollkommen in Ordnung. Schimmer. Ich glaube, dann nehme ich mir zuallererst diesen lila Ton hier oben. Also das ist so ein gräulicher lila Ton, ganz crazy. Und der kommt hier einfach mit dem Finger auf mein bewegliches Lid drauf. Aber man sollte definitiv unten drunter dann auch einen matten Ton gegeben haben, dass man hier den Ton so darüber geben kann, so ein bisschen toppermäßig. Und für noch mehr Kabam nehme ich jetzt hier diesen fast Duochrome-Ton. Das ist auch so lila mit Blaureflexen drin. Und der kommt so als Übergang im äußeren Drittel zu den dunkleren matten Tönen rein. Und das harmoniert ja mal richtig gut. Schöne Sache. Aber softer Schimmer. Das muss man halt auch wissen, aber zu krassem Schimmer kommen wir ja gleich noch. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich dieses Rot integrieren könnte. Deswegen wird das wahrscheinlich der einzige Ton sein, der bei meinem Look ein bisschen außen vor bleibt. Denn diesen hellen Ton werde ich mir jetzt noch in meinen Inner Corner geben. Aber auch so ein bisschen in mein inneres Drittel, um da noch so einen kleinen Effekt zu schaffen. Das mache ich ja ganz gerne, ne? Dass wenn ich Inner Corner Highlights mir setze, dass ich den Ton dann auch noch ein bisschen mit auf mein Lid ziehe. Hier haben wir auch ein paar Goldreflexe mit drin. Das ist ganz interessant. Ist dann auch so ein bisschen der Kontrast zu diesem relativ kühlen Look, ne? Dann hast du da halt noch diese warmen Goldreflexe mit dabei. Ich gebe mir jetzt dieses Schwarz, was aber auch irgendwie hat das Schimmer mit drin? Ich weiß nicht. Das gebe ich mir als Eyeliner auf, ne? Und das hat auch eine heftige Pigmentierung, sodass es dafür auch wirklich geeignet ist. Krass. Na komm, Maxim hat gesagt, den Ton kann man auch auf den Lippen verwenden. Das heißt, ich möchte diesen Ton jetzt nicht ausschließen, ne? Und den trage ich jetzt auch mal auf die Lippen auf. Oh mein Gott. Ich habe noch nie Lidschatten auf meine Lippen gegeben, ne? Ich habe diesen Gloss drunter. Es ist speziell, ja, würde ich jetzt so nicht machen. Aber naja, das ist auf jeden Fall schon mal der Augenlook. Und wer da sagt, Mensch, das ist mir zu öde, mir fehlt hier Glitter, Flitter, Rampampam, da hat Maxi mitgedacht. Ich habe extra nachgefragt bei der Lady, die dort die Testschminkies gemacht hat, ob man darunter irgendwie ein Glitterglue oder eine Base oder sonst was verwenden sollte. Und sie sagte, ne, geh da mit deinem Finger rein. Okay, wow. Und gib das auf dein Auge. So viel. Oh Gott. Oh Gott, ist das schön. Es funkelt und ich habe das jetzt auch nur in der inneren Hälfte gemacht. Das passt richtig gut, Leute. Hier kann es natürlich, wenn man sich noch nicht ganz mit dem Produkt vertraut hat, dazu kommen, dass man etwas Glitzer-Fallout hat. Aber da habe ich ja hier mein Spoolie-Bürstchen und kann das sowohl auf dem Augenlook als auch das im Gesicht dort wegbürsten, wo ich es nicht hinhaben möchte. Wow, das funkelt.
weil es mehr zu meinem Kleid jetzt passt, nehme ich von Reva Loves Me aus der Club Tropicana Limited Edition den Eyeliner in diesem Blauton 02 Blue Bay. Oh, wie weit oben bin ich? Ja. passt auf jeden Fall zum Look, finde ich jetzt aber eher nur okay, ne? Kommen wir nun zu einem galaktischen Spray. Und zwar ist es das Fixing Spray Galaxy bei Maxime Reva Loves Me. Das ist dieses hier. Und das habe ich auf dem Event auch schon aufgesprüht bekommen, so als Touch-up. Und das war mega cool. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sprühnebel. Fein. Duft ist total angenehm, leicht blumig, aber auch so nach Baumwolle, frisch gewaschene Wäsche. Oh, oh. Keine Tröpfchen. Also jedenfalls nicht spürbar im Gesicht. Oh, das mag ich ja gerne leiden. Das gibt halt auch wirklich nochmal so ein schönes dewy, glowy Finish. Vielleicht auch so ein bisschen Airbrush Flawless. Charlotte Tilbury ist hier an dieser Stelle auch mal so ein bisschen am Anklopfen, ne? Ja, mag ich sehr gerne leiden. Krass, guckt euch diese Haut an. Mag ich. Dann habe ich hier eine Mascara, die ist neu im Sortiment. Die Hyperlicious Volumen Mascara schaut so von der Verpackung aus. Und die möchte ich jetzt auf den Wimpern mal mit euch zusammen ausprobieren. Wow, ja, Faserbürstchen, was einfach nach Mascara duftet. Und das geht ein bisschen spitz zusammen, ist aber sehr, 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 sehr bauchig. Wow. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Es ist eine Mascara, die wahrscheinlich vielen gefallen wird, weil sie nicht verklebt, weil sie die Wimpern schön greift und auch jede Wimper schön betont, weil sie auch ein bisschen Länge zaubert, aber dabei nicht... Oh, jetzt habe ich, glaube ich, mein Mikro ein bisschen gecrushed. Weil sie dabei halt nicht zu krass ist. Ich persönlich bin aber halt einfach jemand, ich liebe intensive Mascaras. Ich mag es einfach, wenn eine Mascara meine Augen... Wawawu-mäßig betont. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn meine Wimpern etwas zusammenkleben und ich auch eine krasse Betonung bekomme. Deswegen bin ich zum Beispiel auch ein großer Fan von der Nabla Visions Mascara, weil das eine Mascara ist, die das halt macht. Gerade bei diesem Look ist mir das nämlich viel zu wenig. Deswegen greife ich jetzt auch einfach mal zu meiner Puma Mascara, die ich hier habe, ne? Ich meine, die macht halt richtig nochmal was, kostet aber auch irgendwie das Zehnfache oder so. Und da muss man dann für sich selbst entscheiden, ob einem das wert ist. Mir ist es das wert. Ne? Also ich liebe diese Mascara abgöttisch. Die ist großartig und super empfehlenswert. Witzig ist, dass gerade einfach hier vorne so ein paar Härchen sind, die einfach mega krass abgehen wie so ein Zäpfchen. Ne? Die kriege ich aber auch nicht gebändigt. Keine Ahnung, ob ich da einen Wirbel in meinen Wimpern habe. Zum Abschluss habe ich hier auch noch den Galaxy bei Maxime Lip Gloss, der so schön funkelt. Glazed Donut ist die Farbbezeichnung und das sieht unglaublich schön aus, wie der funkelt und glitzert. Und der soll halt auch noch machen, dass die Zähne etwas weißer wirken. Kannst du dann theoretisch über Liquid Lipstick machen oder einfach so auftragen. Den Duft mag ich persönlich jetzt nicht ganz so gerne. Und so sieht es dann jetzt auch auf den Lippen aus. Macht die Zähne schon weißer, ja. Ich finde, dass der Look sehr schön geworden ist, aber definitiv braucht es auch diesen, wie heißt der genau, Eye Glaze. Kann ich definitiv empfehlen. Und ja, das wäre es gewesen von diesem Video. Schaut gerne ab dem 7.8. spätestens in den Rossmann-Filialen vorbei. Es wird wahrscheinlich auch online verfügbar sein, aber ich kann euch empfehlen, mal in den Filialen vorbeizuschauen und euch die Kollektion live anzugucken, denn ich finde diesen Aufsteller wunderschön tatsächlich. Ja. Was nicht nur an dem wunderschönen Mann liegt, der natürlich dort sein Gesicht halt auch mit hat abdruckt. Das ist Wahnsinn. Okay, ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.